ist diese Winterlinde das älteste Naturdenkmal im Altlandkreis Stolberg? Allem Anschein nach ist das so. Der alte Baum steht seit 437 Jahren ganz in der Nähe der Gaststätte Jägerhaus in Niederzwönitz. Die Winterlinde wurde im Jahr 1583 zu Ehren des 100. Geburtstags von Theologieprofessor und Reformator Martin Luther gepflanzt. Viel Gutes und auch Schlechtes hat das Holzgewächs in seinem Leben gesehen. Einst befand sich eine Galerie in den stark verzweigten Ästen. Hier spielen Musikanten zum Tanz auf und es wurde das Brettmühlenfest gefeiert. Am 12. Mai 1939 wurde die Lutherlinde unter Naturschutz gestellt. Heute hat die alte Linde viel an Glanz eingebüßt. Dabei war sie doch einmal ein stattlicher Baum mit einem Kronendurchmesser von 20 Metern und einem Stammumfang von über 7,25 Meter. Etwas in die Jahre gekommen und vom Alter gekennzeichnet, musste sie sich im Jahr 1999 einer Baumsanierung stellen. Könnte diese Linde sprechen und sich erinnern, würde sie sicherlich auch von der Haselmühle erzählen. Die stand nicht weit vom Jägerhaus entfernt. Fälschlicherweise wurde das Jägerhaus auch als Brettmühle bezeichnet. Der erste schriftliche Nachweis über das Jägerhaus stammt aus dem Jahr 1760. Das Gebäude dürfte aber viel älter sein. Ursprünglich war es wohl Wohnhaus des Wald- und Revieraufsehers derer von Schönberg im Forstrevier Streitwald. Später wurde das Jägerhausgebäude zum Gasthaus. Man nimmt an, dass die herrschaftlichen Waldarbeiter bzw. Förster auch die ersten Gastwirte waren. Das alte Jägerhaus wurde im Jahr 1913 wegen Baufälligkeit abgerissen. Ein Neubau entstand an gleicher Stelle. Dem Jägerhaus unmittelbar gegenüber standen die Brettmühle und das Wohnhaus des Mühlenbetreibers. Der Standort der alten herrschaftlichen Schneidmühle ist nicht genau bekannt. Er wird aber an dieser Stelle vermutet. Ersatzlos abgerissen wurde die Schneidmühle im Jahr 1903. Wann sie erbaut wurde, ist heute aber nicht mehr bekannt. Längst hat der Wald die Stelle überwachsen. Auch kein Stein erinnert an den alten Standort der Brettmühle. Das Wohnhaus der Mühlenbesitzer wurde 1938 abgerissen und jeder Stein sorgfältig entfernt. Aber auch im Wald lassen sich noch Spuren zur Brettmühle finden. Auch wenn heute ein Erlenwald die Vorstellungen etwas verdrängt. Ein Kartenausriss aus dem Jahr 1790. Er zeigt den großen Teich, der den darunterliegenden Mühlenteich mit Wasser speiste. Das war der eigentliche Rückstau zum Mühlenteich für die Brettmühle. Deutlich erkennt man heute noch den Damm, der das Wasser aufstaute. Auch Spuren zur Teich- und Uferbefestigung sind noch sichtbar. Hier könnte der alte Mühlgraben verlaufen sein. An dieser Stelle der Karte befand sich die Brettmühle, ihr gegenüber das Jägerhaus. Aber da es heute keine detaillierten Aufzeichnungen gibt, bleiben das alles nur Vermutungen anhand der Geländestrukturen in diesem Gebiet um das Jägerhaus.
Was heute noch gut sichtbar ist, ist der große Teich mit der Bezeichnung Brettmühle. Hier pulsierte das Leben in den 1960er Jahren. Da war dieser Teich ein beliebtes Naherholungsgebiet für die Niederzwönitzer und deren Gäste. Noch heute kann man hier seinem Hobby frönen, sofern man im Besitz einer gültigen Angelerlaubnis ist. Die Brettmühle ist ein Pachtgewässer des Angelverbandes Mulde-Elster mit der Gewässerbezeichnung C05115. Das Gewässer hat eine Gesamtfläche von rund 1,9 Hektar und schmiegt sich idyllisch ins schützenswerte Areal ein. Auch hier verbindet man aktive Sportfischerei und Naturschutz. Nicht jeder Uferbereich darf hier von Sportfischern genutzt werden. Darauf deuten Schilder eindeutig hin. Rotes Schild bedeutet, dass dieser Bereich in beide Richtungen für jegliches Angeln gesperrt ist. Fischschonbezirk. Besetzt wird die Brettmühle mit Karpfen, Schlei, Hecht, Aal und diversen Kleinfischen wie Rotfeder, Blötze und Co. An der Brettmühle in Niederzwönitz gilt die Gewässerordnung des Landesverbandes Sächsischer Angler.